Moin ihr Lieben, was geht ab? Hier wieder euer Rappelzappel am Mining-Start. Unverhofft kommt oft, würde ich ganz einfach mal dazu sagen. Lange nicht mehr weiter gezockt hier. Ich habe zwar so ein bisschen, da mal ein bisschen was gemacht und da mal ein bisschen was gemacht und aber jetzt nichts Großartiges, was sich jetzt hier auf dem Server so ein bisschen verändert hat. Was mich jetzt hier momentan, jedes Mal, wenn ich auf den Server komme, was mich da so ein bisschen stört, ist, dass meine Batterie hier jedes Mal wieder leer ist. Die ist da ganz einfach leer. Gut, das ist so voll. Ja, liegt ganz einfach daran, dass ich jetzt hier schon eine Stunde dran geackert habe, dass das alles wieder läuft, etc. und so, Lava angeschmissen, dann ein paar Kartoffeln drin geschmissen und, ja. Aber was mich jedes Mal freut, was mich jedes Mal wirklich richtig freut, das ist, dadurch, dass wir ja hier den Chunkloader haben, ja, haben wir jetzt hier schon, sage und schreibe, guck dir das mal an, 51 Indirium. 51, Freunde, das ist... Ah. Und das Ding hört nicht auf zu arbeiten, wa? Es hört einfach nicht auf zu arbeiten. Das finde ich so mega geilo. So, was haben wir jetzt für heute anberaumt? Eigentlich wollte ich einen Livestream machen. Bin ich ganz ehrlich, ich wollte jetzt eigentlich einen Livestream machen. Aber da gibt es irgendwo im Hanseland oder keine Ahnung, wo das da ist. Ja, bei meinem Internetanbieter angerufen. Auf den Samstag und die haben mir gesagt, ja, da war irgendwie ein ganz großer Sturm gewesen, der dauert immer noch an, etc. Irgendwie in Deutschland soll ein ganz großer Gewittersturm sein und deswegen sind die Internetdinger hier irgendwie und alles und so, ja. Sie bitten um Verständnis, das kann man nichts machen, wa? Das sind obrige Widrigkeiten und so. Das ist, da kannst du nicht machen. Das liegt alles in Gottes Hand, wa? Wer daran glaubt, ist, gut. Wo waren wir jetzt eigentlich letzte Mal stehen geblieben? Jetzt muss ich mich gerade nochmal ein bisschen so zurück orientieren. Wo sind wir da jetzt stehen geblieben? Ja, ich hatte auch so einige Diskussionen gehabt in der Community. Sie wollten gerne, dass ich mal so Shader benutze, etc. Ganz ehrlich, gut, ich muss sagen, es war ein Stückchen. Es war da ein... Wow! Wow! Wow, Kollege, wo kommst du denn her? Da aus der Ecke kommt er geschissen. Du Arschgeige. Alter, den hat er gerade noch so gesehen. Ja, wollten gerne, dass ich mal so einen Shader benutze, etc. Ich habe ja gesagt, dass das denn da in die Hand auch so ein bisschen ruckelt, etc. Ist ja die Halbwahrheit, sagen wir mal so, die Halbwahrheit dessen. Ich finde Shader nicht so toll. Ja, klar, du kannst das ganze Geschehen hier nochmal so ein bisschen abrunden, etc. und so. Aber ich finde das nicht so, Freunde. Ganz ehrlich, ich finde das nicht so. Wir können ja gerne mal so einen Shader hier reinschmeißen. Zeig euch das mal. Aber ich finde das nicht so besonders. Nehmen wir mal hier den Zeus Ultra Shader. Genau, nehmen wir mal den hier. Ich finde das nicht so, Freunde. Ganz ehrlich. So. Hat zwar irgendwo, hat so einen kleinen Touch. Warte mal, dann müssen wir jetzt hier nochmal kurz die Dings runterschrauben hier oder ein bisschen an der Grafik arbeiten. Machen wir das Ganze mal ein bisschen düster. So, es hat zwar schon irgendwo was, wenn man das Ganze mal so nimmt, ja, es hat irgendwo, hat so einen gewissen Touch. Aber das ist, nee, weiß ich nicht. Also mir gefällt das jetzt so nicht. Weiß ich nicht. So, könnt ihr ja mal selbst entscheiden, ob euch das soweit zusagt, aber ich finde das eigentlich jetzt nicht so spektakulär. Ich spiele das lieber ganz normal. So. Aber das Ding finde ich ganz lustig hier. So ein Cartoon-Shader. Hat so ein bisschen was von Borderlands, wa? Hat auf jeden Fall so ein bisschen was von Borderlands. So, für Borderlands-Liebhaber passt das hier prima. Das ist, finde ich, mega interessant. Auf jeden Fall. Das Ding finde ich auf jeden Fall lustig. Ja, dann haben wir hier, was haben wir hier? Den Cruder-Shader können wir eigentlich auch mal reinschmeißen. Cruder ist auch so eine Sache... Nee, also ganz ehrlich, ich finde das jetzt nicht so berauschend, so dass ich jetzt sagen würde, das ist aber jetzt hier mal ein leckeres Sahneschnittchen oder so. Finde ich nicht so. So, wir können es nochmal kurz auf uns ein bisschen wirken lassen, weil ich muss nochmal kurz hier was machen. Weil ich finde das, ja, ich finde das scheiße. Ich wollte heute eigentlich schön Livestream machen etc., aber ich habe mich die letzten Tage gar nicht mehr um Minecraft gekümmert. Ich habe mich da eher so um die Sachen so... Warte mal, ich muss mal kurz hier einstellen. So.
können wir ja so ein bisschen einstellen. Ne, sieht ja auch kacke aus. Warte mal, ich muss hier gerade an meinem Monitor. Tut mir leid, geht gleich weiter, Freunde. Ich habe mich auch noch um andere Projekte gekümmert, wo es meine Aufmerksamkeit bedarf. Weil ich möchte ja auch gerne mal wieder in eine andere Richtung gehen, außer jetzt hier Minecraft. Das soll natürlich jetzt nur so zwischendurch mal sein. Aber ja, jetzt habt ihr mal gesehen, also Shader würde auf jeden Fall funktionieren hier. Aber ich finde das jetzt nicht so berauschend, so dass ich jetzt sagen würde, das müssen wir jetzt damit machen. Können wir vielleicht mal machen, wenn wir denn so ein bisschen über die Welt fliegen oder so, dass wir da einfach mal Revue passieren lassen. Ja, was ist in der Zeit passiert, was haben wir hier aufgebaut etc. und so. Ich würde das gerne so im Herz normalen lassen. Wir haben damit angefangen und ja, vielleicht machen wir das zur 100. Folge irgendwie, wenn wir hier mal so ein bisschen rumfliegen. Dann können wir ja offiziell mal in den Kreativmodus gehen, können wir gerne mal so ein bisschen zeigen, was wir da so gemacht haben. Gut, ich habe mich dahingehend auch nochmal so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe nämlich da auch so meinen gewissen Let's Player, den ich mir gerne mal angucke. Und die Sache mit Apply Energistics. So, wir hätten eigentlich schon längst mit unserem Lagersystem anfangen können. Wisst ihr das eigentlich? Wir hätten eigentlich längst damit anfangen können. So, jetzt zeige ich euch auch warum. So, wir nehmen uns mal einen Kristall, nehmen wir uns mal raus. Den brauchen wir. So, dann haben wir hier Redstone habe ich am Start. Warte mal, können wir hier hinten eigentlich raus? Jetzt zeige ich euch mal, warum wir hätten eigentlich schon anfangen können. So. Da habe ich mal selber auch an den Kopf gefasst. Da habe ich gesagt, oh, was ist das denn bitteschön? Das geht ja mal überhaupt gar nicht, ey. Das wusste ich ja überhaupt gar nicht, dass man das so machen kann. Naja. Gut. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, dann müssen wir das clean machen, aber ich glaube nicht, dass das mit klein machen war. Pass auf, das Ding schmeißen wir jetzt hier mal rein. Ditte. Hopp. Haben wir zwei Stück raus. Freunde. Und was machen wir jetzt mit den zwei? Pass auf, das zeige ich euch. Haha. Haha, wir können uns unendlich. Naja, unendlich kann man nicht sagen, aber wenn wir die nötigen Kristalle dafür haben, dann können wir die natürlich auch aufladen. Das ist mega gut. Das wusste ich gar nicht mehr. Bin ganz ehrlich, ich wusste das alles gar nicht mehr. So, jetzt bauen wir uns mal eine kleine Maschine. Dann können wir nämlich die restlichen Dinger da nämlich auch aufladen. Und dazu brauche ich jetzt gut und gerne nochmal so ein bisschen Eisen. Dann nehmen wir uns mal hier einfach mal hier 20 Stück raus. Weil ich weiß nämlich nicht mehr, wie viel das war. So, ich kann mich jetzt noch dran erinnern. War da einer. Dann mussten wir hier, da und da. Und da haben wir die Maschine. Tada! Ein Ladegerät. Fluxproduktion. Das wusste ich gar nicht mehr. So, finde ich auf jeden Fall mega gut. Okay, wir werden heute aber auch nochmal ein bisschen mit Witchery weitermachen, weil wir haben ja damit auch angefangen. Also müssen wir natürlich auch noch zu Ende führen. Oder so ein bisschen weiterführen, sagen wir mal so. Ich müsste das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen weiterführen. Hier habe ich mir auch schon so ein paar Braustände hingebaut. Es gibt den ganz altertümlichen, also sprich den ganz normalen Braustand, den gibt es den automatischen Braustand. Von der Herstellung her eigentlich total simpel. Bloß die Sache ist, das Ding ist verständlicher als der automatische. Der automatische ist mir ein bisschen unverständlich. Weil wenn ich da nämlich irgendwas reinschmeiße, das läuft nämlich gleich durch. Das rasselt da gleich durch, keine Ahnung. So, wir stellen das Ding jetzt erstmal auf. Der kann sich erstmal Strom ziehen. Zieht er sich Strom? Nee, der zieht sich ja keinen Strom. Aha. Warum zieht er keinen Strom? Braucht er was hier ein Spezielles oder was? Jetzt hat er Strom. Ach, den musst du draufstellen oder was? Ah, jetzt habe ich natürlich den nötigen Kristall nicht dabei. Warte mal, jetzt müssen wir noch mal kurz zurück. Ich muss das Wesen mal ausprobieren. Ja, so kommen wir eigentlich auf die geladenen Zertus-Quarz-Kristalle. So, und ich habe immer wieder gewartet und gesammelt. Wir brauchen ja so viele davon etc. Die Herstellung von diesen dunklen Kristallen, die wir da gerade gesehen haben, das war mir klar gewesen. Das war mir auf jeden Fall klar gewesen. Aber das war mir nicht klar gewesen. Das wusste ich gar nicht mehr. Das sind so Sachen, so Kleinigkeiten. Das sind so Kleinigkeiten, die mich jetzt im Aufbau so ein bisschen aufgehalten haben. So, jetzt gibt es bei mir aktuell drei Projekte, die ich gerne durchgehen möchte. So, zum einen, wir haben Witchery angefangen, da möchte ich gerne auch noch mal ein bisschen weitermachen. Werden wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen.
Dann brauche ich, um meine XP zu sichern, ja, ich brauche eine ständige Form von XP oder die Möglichkeit, dass ständig immer XP nachfließt. Und da braucht man einen ganz bestimmten Stein. Und diesen ganz bestimmten Stein, den können wir nur mit einer Art... Ach du Scheiße. Kicke, wie schnell der sich auflädt, wa? Ist ja krass. Kick mal, wie schnell das geht. Zack, kick dir das mal an. Wie schnell das geht, wa? Wenn man die Sache mal so nimmt. Ja, mega schnell. Guck mal, 7 Stück haben wir jetzt schon wieder raus. Ey, das ist mega gut. Das ist richtig mega, mega gut. Okay, dann bringen wir die Dinge erstmal zurück. Dann schauen wir uns das Ganze mal hier in Witchery. Oh, gucken wir uns das Ganze gleich mal ein bisschen in Witchery an. Die Kühe kann ich auch gleich nochmal füttern. Ich habe in der Zwischenzeit halt mich eigentlich nur ums Essen hier gekümmert. So, der Onkel Pando ist erstmal so ein bisschen in Urlaub gegangen. Sei ihm gegönnt. Ja, der hat erstmal jetzt eine Woche sich Urlaub genommen, ein bisschen Ruhe gegönnt, etc. Und. Und, ja. Ist ja auch kein Muss, jetzt hier unbedingt weiterzumachen, ne? Dass man jetzt hier unbedingt jederzeit drauf und hier muss unbedingt mitmachen, hab dich eingeladen, etc. Und. Naja. Gut, ich würde die ganze Sache aber trotzdem ein bisschen locker angehen lassen. So, jetzt gucken wir erstmal. Wir brauchen Mutandis. So, um Mutandis herzustellen, was war das jetzt gewesen? Mutandis, dazu brauchten wir... Mal kurz überlegen... Mal kurz auf das Häuschen hier drauf. Ach, guck mal an, da steht schon wieder hier so ein Kollege. Mitten im Wald. So. Hat man nicht mal einen Kopf rausgeschmissen, der Arsch. Gut, dann gehen wir mal ein. Witchery. Wie wurde das jetzt nochmal geschrieben? Warte mal. Witchery. Bin ich richtig? Ja, bin ich richtig. So. Dann zeigt man hier, Mutandis wurde in Kombination mit dem hier gemacht. Ne? Aber ich gucke sich jetzt einfach nochmal nach. Wo haben wir unser Mutandis? Mutandis, wo bist du? Hallo? Ah, sehe ich das jetzt hier nicht, oder was? Dieser scheiß Mutandis. Da ist er doch. Mann, sag doch was. Okay, dazu brauchen wir Eier. Dazu brauchen wir hier Hauch des Gehörnten und Allround-Samen. Ja, das haben wir ja alle da. Haben wir alles da. So, außer hier natürlich den Hauch. Den brauchen wir. Gut, dazu brauchen wir Eichensetzlinge und das gönnen wir uns natürlich auch mal. So, Eichensetzlinge, da hatte ich mich dann auch schon mal ein bisschen rangemacht, fällt mir gerade ein. Nämlich auch noch mal ein bisschen rangemacht, ein paar Bäume gepflanzt und wieder abgehackt und, damit ich ganz einfach ein bisschen mehr von diesen Setzlingen bekomme. Jo, und diese Mod ist so groß, ich würde auch sehr gerne noch dies machen und das machen. Hier zum Beispiel ein bisschen Magie würde ich da gerne noch machen und... Ah, eins nach dem anderen. Ich bin aber mehr scharf so auf die Technik, so die Fallen. So, apropos Falle, das ist das dritte Projekt, was ich gerne angehen möchte. Hier nehmen wir uns jetzt erstmal ein Stack raus. Ne, ein Stack brauchen wir eigentlich gar nicht, komm. Wir nehmen uns mal hier nochmal 12 Stück. So, das reicht vollkommen aus. So, hier machen wir jetzt erstmal kurz den Loot rein, wenn die so jetzt nicht gebrauchen kann. Dann können wir uns aber auch schon mal ein paar Eier mitnehmen. Da habe ich ja auch schon fleißig gesammelt hier. Ja, 16 Eier hier, kommen, das reicht aus. Gehörnten kriegen wir raus. Und dann brauchen wir natürlich was zum Befeuern. So, und da haben wir hier mehr als genug. Dann nehmen wir einfach hier die Eichentreppen. Da bietet sich... Oh, da können wir gleich mal ein bisschen mehr mitnehmen. Komm, machen wir gleich mal da in die Kiste drin. Wir haben ja da unsere Hexenkiste. Mal, was wir hier alles an Treppen haben. Ja, das haben wir alles noch, weil wir die Stadt hier abgebaut haben. Finde ich auf jeden Fall, das war auch sehr gut gewesen. Sehr gut. Hatte ich ja gesagt, dass ich das Dorf hier platt machen will. Aber
Die ganzen Bewohner sind nämlich immer noch eingetütet. Und da. Die tun mir so ein bisschen leid, war. Die sind ja schlimmer dran als Hartz-IV-Empfänger, ey. Die sind ja echt. Die sind ja in kleinen Buchten. Das ist ja schlimmer als irgendwo. Naja. Gut. Also, wir brauchen jetzt die Flaschen. Die haben wir bestimmt hier drin. Ja, die Flaschen haben wir, na. So, die müssen jetzt natürlich hier unten rein. Zack. Okay, dann machen wir hier die Treppen und da die Eichensetzlinge. Und dann sollte das eigentlich losgehen, ne? Oh. Da kriegen wir nicht jedes Mal was raus. Das ist ja ärgerlich. Da kriegen wir nicht jedes Mal was raus. Ah, einen Gehörnten haben wir. Na, wichtig ist erstmal, dass wir Mutantes rauskriegen. Gut, dann lass das Ganze erstmal arbeiten. Dann machen wir den ganzen Stuff jetzt erstmal hier rein. Und holen uns mal noch ein paar Setzlinge. So, welche Setzlinge bieten sich da am meisten an? Das sind natürlich hier unsere Tannensetzlinge. Davon haben wir ja, boah, einen Arsch voll. Das haben wir ja mehr als genug. Mehr als genug. So. Weil gerade das Wasser hier sehe, ich habe ja mit diesem Zeus Ultra Shader, da ist das Wasser ja quasi unsichtbar und man kann den ganzen Untergrund sehen. Und ich kann euch das ja mal zeigen. Also, ich zeige euch das mal. Schwierig zu erklären. Ich zeige euch das ganz einfach, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. So, machen wir hier den Ultra Shader rein. So. Sieht von der Sache eigentlich ziemlich cool aus, oder? Was das Doofe ist, der Untergrund hier. Du siehst, dass da nur Erde drin ist. Das ist doch kacke. Das ist so eine Sache, das gefällt mir nicht. Was ist denn das da unten? Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Ist denn das? Ist hier noch mehr hier unten oder was? Wo kommt denn der Block her? Was ist denn das für ein Block? Das ist ja eine ulkige Sache. Gut, ich mach den Schädel erstmal wieder aus. Das ist ja ulkig. Pass auf, das Ding werden wir erstmal kurz. Das ist ja schwer, der Teil. Da kann ich ja kaum laufen. Pass auf, das machen wir erstmal wieder darin. Da muss ich erstmal abklären, was das überhaupt ist. Wo kommt dieser Block hier her? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gut, auf den Schreck erstmal schnell in Hamburger hinterher gepfiffen. So, was wollen wir jetzt machen? Die Setzlinge brauchen wir, genau. So, weil die werden wir nämlich jetzt umfunktionieren. Dazu gebt mir mal bitte. Machen wir mal gleich mal ein paar mehr hier, so 19 Stück. Und dann gucken wir mal, dass wir da die Witchery-Bäume rauskriegen. So, hiervon gebt mir mal bitte auch noch mal ein paar. So, 24 sollten ausreichen. So, Eier hatten wir ja mitgenommen, ne? Ja. Gut. Ja, der dritte Projekt. Genau. Hatte ich ja schon angesprochen. Drei Projekte sind jetzt momentan in Planung. Das erste ist Witchery. Das zweite wäre Apply Energistics, dass wir uns da das Lagersystem wirklich mal anlachen, weil das ist, wäre von der Sache her doch vielleicht ein bisschen komfortabler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre vielleicht von der Sache her ein bisschen komfortabler, wenn wir das hätten. Dann haben wir nicht so viele Kisten, wir können das Ganze auf Speicherplatten draufknallen und. Ist auf jeden Fall viel, viel einfacher. Und wir haben die Möglichkeit, das alles miteinander zu vernetzen, dass wir hier zum Beispiel denn was Elektronisches hinmachen. Ja, sieht man ja von außen nicht unbedingt da. Machen wir hier was Elektronisches, dann können wir hier die ganzen Witchery-Sachen, können wir alles da reinmachen. Alles, was wir farmen, können wir natürlich gleich da einfließen lassen. Und das ist, würde ich mal sagen, da können wir riesengroße Farmtouren machen. Wenn der Rucksack voll ist, einfach schnell rausholen, zack, das Ding da einspeisen, fertig, aus, ist die Maus. Ja. Also nehmen wir die Endertruhe dann da weg. Die Endertruhe schließen wir dann am ME-System an. Alles, was in der Endertruhe landet, landet dann automatisch im ME-System und perfekt. Anders sollte es nicht laufen. So, 8 Stück, das reicht vollkommen aus. Was braucht man noch? Den Gehörnten, Eier und, was war das andere jetzt gewesen? Ah, ich bin so vergesslich. Allraunen brauchen wir noch. So, okay, komm, schnell, die holen wir uns.
Allraunen. Haben wir hier hinten schon schön angepflanzt. Aber wo kommt dieses Bedrock-Dings her? Das ist so eine Sache, das kapiert nicht uns. So, Allraunen sollten wir hier schon haben. Genau. Ja, komm, 8 Stücke gegen mal. Das reicht. Wir kriegen ja immer 6 Mutantes raus, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das reicht ja dann erstmal, denke ich mal. Ist das erstmal nur zu Vorführungszwecken, dass wir hier in Witchery überhaupt mal ein Stück vorankommen. Jo, wir werden das jetzt nicht durchlaufend machen. Wir werden heute ganz einfach in der Folge so ein bisschen Witchery schon mal zelebrieren. Gucken uns das Ganze einfach mal an, wie das so wirkt und was wir da so machen können. So, dann nehmen wir uns hier auch hier gleich 8 Eier raus. So, dann passt das Ganze auch. So, wie machen wir das jetzt? Ich denke mal... Davon? Nee. Müssen wir das da nicht reinschmeißen? Oder muss ich ein Stückchen höher stehen? Muss das Ding irgendwie vorbereitet werden oder was? Pass auf, dann machen wir das anders. Macht er auch nicht. Warum funzt das nicht? Muss der Witch's Cauldron noch irgendwie... Kapier ich jetzt nicht ganz. War den aufgesammelt, ja. So. Nein! Ach, ich Vollpfosten! Ach, zu spät. Durch das Laufen bin ich schon gelöscht worden. Hm, wieso funktioniert das nicht? Muss der nicht so daran? Braucht das Ding einen ganz bestimmten Braustand oder was? Das ist jetzt so was, das kapier ich nicht. Weil ich weiß, der brauchte eine Kochdings. Das ist vollkommen richtig. Aber wie soll der denn sonst heizen? Ist das von der Sache her jetzt falsch gewesen? Weil ich gehe davon aus, dass das Ding da drüber platziert werden muss. So gehe ich jetzt mal stark davon aus. Aber warum geht das nicht? Haben wir hier noch einen Eimer am Start? Nee. Die Sache, das kapier ich nicht. Dann machen wir mal kurz die Tür zu. Lass mal das Ding hier dran. Das ist was, das kapier ich nicht. Dann müssen wir das irgendwie so daran machen. Nee. Der auch nicht. Nee, wenn, dann muss das da rein geworfen werden. Aber das landet ja nicht da drinne. Gut, kann sein, dass jetzt das Wasser da drinne fehlt. Das kann natürlich sein. Hm. Okay, ist jetzt ein bisschen doof. Ich muss mich da erstmal schlau machen. Ich will jetzt aber auch keinen Cut setzen und wieder nachgucken. Pass auf, dann fangen wir mit einer anderen Sache an. Dann fangen wir da schon mal... Dann machen wir da schon mal ein Stückchen weiter. War es die Wizard Farm. So, jetzt kommen wir zu dem dritten Projekt. Eine Wizard Farm. Weil ich brauche nämlich... ein bestimmtes Ritual-Dimlet. So, ich nenne es einfach mal ein Dimlet oder Ritualkarte oder Gegenstand für ein bestimmtes Ritual. Dass wir dort etwas Cooles rausbekommen, was ich euch jetzt aber nicht genau sagen kann, wie das unbedingt heißt. So, wir gehen mal eine Runde pennen. Dann füttern wir die Kühe nochmal. Weil ich brauche nämlich das Leder. Dass wir später wieder schön Joghurt daraus machen können. So. Oder können wir eigentlich auch schnell, kann ich in meiner Freizeit machen, komm. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir hier unser Dunkelstahl herbekommen. So, und ich habe mich dazu entschlossen, ich habe ja in der letzten oder in der vorletzten Folge, haben wir ja über diese wisserfesten Steine gesprochen. So, haben wir die hier drinne? Ja. Da gibt es ja einfach, da gibt es ja den Draconium durchzogenen Obsidian.
Den kenne ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der das Ganze aushält. Ich kenne diesen Stein und ich würde sagen, wir stellen uns diesen her. So, dazu brauchen wir ganz einfach die Dunkelstahlgitter. Dunkelstahlgitter werden so hergestellt. Im Grunde genommen eigentlich ziemlich simpel und ich habe auch schon mal ein bisschen was vorbereitet in der Zeit. So, mich interessiert aber immer noch, wo dieser komische Stein jetzt daher kam. Den wir da jetzt auf jeden Fall im Wasser gefunden haben. Die Sache, das kapier ich. Gut, wir brauchen noch ein bisschen Obsidian. Und dann stellen wir uns die ersten Steine schon mal davon her. Ja, das ist mega gut. Da müssen wir nochmal welche herstellen. Deshalb werden wir das immer nochmal ein bisschen in den Rückhand behalten hier. Gut, dann kommt der da rein. Pass auf, dann machen wir erstmal die Dinger hier. So, da Zähne, da Zähne, da Zähne, da Zähne. Und die können wir jetzt so ein bisschen aufteilen. So, zack, kriegen wir mal 12 raus. So, verstärktes Obsidian, Wizard Fest. So, 10 Steine, das ist überhaupt gar nichts. Wir brauchen viel, 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 viel mehr. Viel mehr brauchen wir davon. Gut. Das heißt, noch mehr Stahl herstellen. Das Ganze ist natürlich hier schön in Produktion. So, dann geben wir das hier mal her. Wie wurde das jetzt nochmal gemacht? Ich weiß, hier oben in dem Schmelzer habe ich da drin gemacht. Ach, da ist ja sogar noch was drin. Nein. So, und dann brauche ich hier bitte so ein bisschen Obsidian. So, der frisst nämlich immer 4 Pulver und nur ein Barren. Das Ganze ist so ein bisschen komisch ausgelegt hier. Aber naja, gut, haben wir die ersten auf jeden Fall schon mal da. Sollen uns jetzt nicht weiter stören. Die restlichen 16 Stahlbarren machen wir da unten erstmal rein. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich sollte mich da echt mal ein bisschen schlau tun, was jetzt das mit diesem Witchery angeht und diesen, ja, Cauldron. Diesen Witches Cauldron. So eine Sache, das würde mich gerne mal interessieren, warum das da jetzt nicht funktioniert hat. Naja, gut, machen wir einfach weiter nochmal ein bisschen Farmarbeit. Okay. Wizard Farm. Halte ich für meine Zwecke oder für meinen Sinn oder für meine Beobachtungsgabe, halte ich das eigentlich für sehr sinnvoll. Weil erstens, wir bekommen jede Menge EP dadurch. Was natürlich schon mal ein Riesenvorteil ist. Und die andere Sache ist, wegen diesem Dimlet. Ich brauche einfach dieses Dimlet. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und der allerwichtigste Grund, warum ich dieses mache. Der allerwichtigste Grund, die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, was jetzt kommt. Ich liebe Fallen. Ich liebe es einfach, Fallen und jemanden da drinnen irgendwo zu quälen. So die Mob-Fallen, das war schon immer so mein Ding gewesen. Das finde ich so spannend und geil, irgendwelche Fallen irgendwo hinzubauen, zu konstruieren, irgendwie zu verfeinern oder sonst irgendwie was. Finde ich mega gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist genau mein Ding, wenn es ums Fallenbau geht oder so, da blühe ich förmlich auf. Ja. Gibt Leute, die spielen ja Minecraft eigentlich aus verschiedenen Gründen. Ja, wenn man das so nimmt, der eine, der baut einfach gerne so. Der will einfach nur Häuser bauen etc. Ja, und. So. Und da ist ja gut, wenn sich mehrere Leute so zusammentun. Der eine, der baut gerne Häuser, der andere, der macht gerne Fallen. Dann gibt es Leute, die kümmern sich eigentlich sehr gerne um die Farmerei. Ja, also sprich so ums Essen, was wir hier natürlich auch machen, wo wir hier unsere Farmen aufgebaut haben. Melone und dies und das und jenes. Wir haben ja alles hier drin. Kürbis haben wir am Start und. Ja, und dadurch, dass wir das hier alles ja quasi alleine machen, der Pando, der hier im Grunde genommen eigentlich gar nicht mitwirkt, der so sein eigenes Ding da durchziehen möchte und will, kann er ja auch. Er ist ja nicht dazu gezwungen, hier in meinen Sachen hier irgendwie mitzumachen. Um Gottes Willen. Ja. Ich habe ihm das angeboten. Er kann hier gerne mitmachen. Ja, wir können gerne was zusammen machen, etc. Aber er natürlich lieber so sein eigenes Ding durchziehen möchte und sei ihm auch gegönnt. Ist er sein gutes Recht. So. Was so doof ist, er ist jetzt natürlich auch in Urlaub, ne? Ach ja. Ich müsste wirklich mal wieder ein paar Livestreams machen. Wie gesagt, jetzt sieht es momentan mit dem Internet nicht. Aufnehmen, ja, ist okay. Aufnehmen können wir ja natürlich. Das liegt nicht unbedingt an der Internetleitung.
Das Hochladen später wird vielleicht nur ein Problem werden. Ja, das ist dann wieder wie, wo ich gewechselt habe von der Telekom zum anderen Anbieter. Da war ja dann auch, ey, die Telekom, als sie mir damals das runtergekattet haben mit ihrem scheiß Hybriden, dieses Scheißteil da, ja, ihr, weiß ich nicht, ihr Zugpferd, wie sie das genannt haben, oder was ganz Neues, ja, 16.000 kommen aus der Wand, aus der Dose, die anderen 70.000 werden aus der Luft gegriffen, oder 80.000, keine Ahnung, ja, und Spitzenleistung soll das Ding irgendwie 100.000, eine 100.000er Leitung bringen, ja, hat die nicht funktioniert, so. Obwohl diese LTE-Antenne nur zwei Straßen weiter ist von uns. Die ist nur zwei Straßen weiter. Aber es hat nicht funktioniert. Wir hatten von fünf Balken, hatten wir, wenn draußen klarer Himmel war und die Sonne schien, ja, wo bemerkt, die Antenne ist zwei Straßen weiter. Ja. Hatten wir gerade mal einen Balken gehabt. Wenn es geregnet hat, ja, dann hatten wir nur die 16.000 aus der Wand. Mehr hatten wir da nicht. Und das geht überhaupt gar nicht. Also das kannst du knicken. Das ist völliger Mumpitz, was die Telekom da rausgebracht hat. Das kann ja jetzt funktionieren. Oh, es ist ja wieder, es ist ja eine ganze Zeit ins Land geflossen. Es ist ja viel Wasser in den Bach runtergegangen. Ja, die Oma hat einige Pullover gestrickt in der Zeit. Ihr wisst ja, was ich damit sagen will. Kann ja sein. Aber ich finde, die haben das Ding damals viel zu früh rausgeschmissen. So, die wollten irgendwas Cooles, wollten sie rausbringen. Für die, weiß ich nicht, für die Streamer oder so, und war ja auch einige Streamer, die ich damals sehr gerne geguckt habe, heute eher nicht so, weil sie sich auf Projekte da einlassen, die ich, ja, die finde ich nicht gut, finde ich nicht schön. So, und ich gucke ja eigentlich, wenn ich so einen Stream mir anschaue, gucke ich ja eigentlich so nur die Sachen, die mich auch interessieren, so, die mich gerne auch mal so ein bisschen belehren oder weiterbringen würden etc. Oder wo ich mir sage, okay, das könnte vielleicht mal ein Projekt von mir werden. Ich schaue mal da kurz rein. Ja, lass mich mal kurz ein bisschen berieseln, um überhaupt mal Hintergrundwissen darüber zu bekommen. Ja. Sei mir ja erlaubt, ne? So, die Kartoffel können wir gleich da hinten nochmal einpflanzen. So, das Ding ist schon wieder leer. Sehr schön. Dann gibt mal hier gleich nochmal was nach. Oh, da brauchen wir jede Menge Dunkelstahl. Jede Menge Dunkelstahl. Gut, dann können wir das Ding hier auch gleich nochmal ein bisschen weiterfüllen. Gut, Wizard Farm. Halte ich für sehr sinnvoll. So. Nichtsdestotrotz, ich halte das für sehr sinnvoll. Ich bin der Meinung, wir brauchen das. Und das auch so schnell wie möglich. Das Problem ist nur, ein Wizard. Jeder, der einen Kampf mit einem Wizard schon mal mitgemacht hat. Ja? Oder weiß, wenn der Wizard spawnt, was er dort alles anstellen könnte. Er spawnt, ja. Und dann findet eine Explosion statt. So, und diese Explosion, die reißt natürlich alles mit sich. Diese Explosion, die reißt natürlich alles mit sich. Und das ist so eine Sache, du musst die Falle wirklich so gut bauen. Ich habe das allererste Mal, wo ich so eine Falle mal gemacht habe, habe ich nicht darauf geachtet. Ja, und ich habe zu der Zeit nur einmal gegen einen Wizard gekämpft, nur ein einziges Mal. Und das auch noch mit drei Leuten im Schlepptau, die mich dann dabei auch noch unterstützt haben. Ich habe mir das Ganze einfach nur angeschaut, habe mich davon berieseln lassen von dem Kampf. Und habe eigentlich gar nicht großartig mitgekämpft, ja. Was ich da aber total vergessen habe, ist, ich habe da eine Falle fertig gebaut, auch mit diesen Wizard-Festen. Und dann ist er natürlich gespawnt, ist explodiert und ist unten durch. Er hat unten den ganzen Boden weggehauen. Er hat rechts und links alles weggehauen, etc. Ja, und rechts und links, da war natürlich auch noch die ganze Technik da verarbeitet. Im Grunde genommen, es war scheiße gewesen. Was ich euch damit sagen will, es war riesengroßer Stress gewesen. Er hat das halbe Dorf hat er platt gemacht, weil er alle Nina geschossen hat, weil er auf uns losgegangen ist, etc. Und die Falle muss wirklich schon stehen. Sie muss gut sein. Sie muss dahin, sie muss stehen, sie muss standfest sein, dass er euch dahin nicht abhaut und dass er auch keinen großen Schaden irgendwo anrichten kann. Und da gilt es jetzt auch nochmal einen guten Platz zu finden. Wenn ich das mal so salopp behaupten darf. Wir müssen dafür echt einen sehr guten Platz finden. Sollte er wirklich da mal ausbrechen oder sollte irgendwas fehlerhaft an der Falle sein, dass er unsere Stadt dahingehend nicht niedermacht. So, dass wir da quasi noch so einen kleinen Puffer haben, wo wir ihn abwehren können, wo wir ihn bekämpfen können, wo wir da einfach mal so ein bisschen schauen können, wie wir das am besten handeln. So, von der Sache her, kickt euch das doch mal an. Wir haben hier schon einiges zusammen. Ein paar große, ja, daraus können wir den die vierfachen. Wir gucken mal, dass wir die Teile da, warte mal, ich nehme hier nochmal.
ein Stack, dann gib mir mal zwei. So, gib mir mal zwei Stacks, kriegen wir nochmal 14 Stück raus. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja schon wieder eine Bedrock. Ach, das Ding ist ja voll. Vielleicht kriegen wir nochmal so eine Bedrock-Trommel zusammen. Ach, das Ding ist ja auch voll. Ach, leck mich da am Arsch. So, pass auf. Nee, komm hier, Peer hier. Ach, leck mich doch. So, geht natürlich nicht. So, 14 Stück, ne? So, dann schauen wir mal, wie wir das Ganze was verarbeiten können. Wie war denn das jetzt gewesen? Apropos Bedrock. Jetzt müssen wir noch mal gucken, was das war. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, hier ist schon wieder die Cap-Taste drin. Nee. Haben wir den hier drin? Da ist das hier, wa? So, was ist denn das da? Willst du mich verarschen? Willst du mir jetzt sagen, ich hab von solch... Oh! Ich weiß das ja nicht mehr. Ich weiß, dass ich da jetzt schon, also ich an diesem Projekt, was diese Bedrock-Trommeln angeht, dass ich da schon lange dran bin. Und ich bin hier auch schon zwei, dreimal gestorben, weil ich einfach AFK gegangen bin. Und auf den Häusern, so sicher wie die auch sind. Bloß das Problem ist hier oben. So, hier oben gibt es einige Stellen, wo Monster drauf spawnen können. So, und ich bin hier unten, bin ich schon mal gestorben. Das weiß ich. Ich bin hier auf dem Haus, bin ich schon mal gestorben. So, weil ich mir dachte, okay, hier oben bist du sicher, hier oben ist ausgeleuchtet. Nein, da kam von hier oben was runtergesprungen und ja, hab mich gekillt. So, aber es war kein Creeper gewesen. Das war, das kann ich euch versichern, es war kein Creeper gewesen, weil sonst wäre das Dach nämlich hier weg gewesen. Weil der Creeper macht keine halben Sachen. Der sprengt euch weg und dann ist Feierabend. So, das heißt, wir können ihn jetzt auseinanderpuzzlementieren. 18 Stück haben wir davon. Ach du Scheiße. Ey, aber wenn ich den Shader nicht angemacht habe, hätte, dann hätte man das ja nicht gesehen. Aber dass ich das da so lange drin, das geht ja nicht. Das, von der Sache her geht das ja nicht. Ich bin heute online gekommen und bin nicht gestorben. Kann der vielleicht durch den Chunkloader sein? Kann das sein? Dass wenn der Chunkloader an ist, dass das nicht verschwindet? Könnte das sein? Kann ich da richtig liegen? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall weiß ich, wir müssen noch einen Kessel machen und wir brauchen die Wegeplatten. Das heißt, wir legen das hier mal kurz drin ab. Ne, ich würde das hier gerne erstmal reinmachen, dass ich wieder ein bisschen leichter bin. Oder könnten wir ja doch, dann könnten wir ja doch schon mal zwei Stück könnten wir hier stellen, auf jeden Fall. So, dazu brauche ich nochmal Eisen. Ich hoffe, es ist noch nicht alles verbraten. Ne, wir haben noch was da. Komm, gib mir das mal her hier. Gib mir das mal. Ich brauche noch mal kurz ein paar Dinger hier. Was auch, das steht mir jetzt hier im Weg. So, komm, würde ich sagen, machen wir mal drei Stück. Dann haben wir drei Kessel schon mal am Start. So, dann brauchen wir die Wegeplatten. So waren das gewesen. Immer zwei Stück pro Trommel, ne? So, dazu müssen wir uns nochmal... Oh, Gold haben wir da. Wie geil ist das denn? Okay. Dann brauchen wir davon sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Das reicht vollkommen aus für drei Platten. Das reicht. So, okay. Wie war das jetzt gewesen? Hier einer, da einer. Ah, hätte ich ja Gläser aufteilen können. So, mal gucken, ob wir damit hinkommen. Drei Kolben. Eine Trommel kriegen wir hin. Alter. Tatsächlich, drei Dinger kriegen wir hin. Ich habe noch nicht mal nachgerechnet. Drei Bedrock-Trommeln. Alter. Drei Stück haben wir jetzt am Start. Auf jeden Fall die eine kann ich sehr gut gebrauchen. Die eine kann ich sehr gut gebrauchen. Die stellen wir uns nämlich gleich mal da oben hin. Alter Schwede. Hat er tatsächlich noch ausgereicht. So,
Wie viel, warte mal, wie viel würde uns das denn kosten? Dafür brauchen wir Diamant. Viere und Diamantblock brauchen wir. Dazu müssen wir nochmal kurz unten in die Buddelbude gehen. Alter Schwede. Ja, mit 14 kommen wir da nicht weit. Mit 14 kommen wir da nicht weit. Okay, wir hatten 41 Stück. Pass auf. Ja, die Bedrock-Trommeln, ich habe nie gesagt, dass das einfach wird. Ich habe nie gesagt, dass das einfach wird. Warte mal, einen können wir jetzt hier mal rausnehmen. So, ich habe nie gesagt, dass das einfach wird. Das ist eine Sache, Freunde, das ist ein langwieriger Prozess. So, das sind die Worte, die ich eigentlich jetzt händeringend gesucht habe. Es ist ein langwieriger Prozess, dieses überhaupt. Na klar, ich könnte mich jetzt einen ganzen Tag lang, könnte ich mich jetzt hier nur ransetzen, weil wir haben auch genug von diesen Elektro-Titte hier haben wir dabei. Na, könnt ihr den Ofen immer laufen lassen. Ja, instant immer laufen lassen. Oh, da ist ja hier noch Saft noch drin. Warte mal, da schmeißen wir gleich mal was drin hier. Wenn wir schon dabei sind hier, komm, mach mal Folgedetail. Pass auf, wenn wir schon gerade am Start sind hier. Gib mal hier, hier, zack, mach mal, nee, komm, mach mal Folge. So. Marinier, das hier Döns. Wenn wir schon gerade hier so jung, kommen wir nicht nochmal zusammen. Ja, wir müssen die Energie natürlich auch ausnutzen. Klar, ihr könnt jetzt einen ganzen Tag, könnt mich jetzt einen ganzen Tag hier ranstellen und das laufen lassen. Dann hätten wir das auch zusammen. Aber ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Außerdem wäre das für mich auch so ein bisschen stupide. Wenn ich jetzt nur hier an dem Ding da sitzen würde. Ich bin ja manchmal schon angekotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin manchmal auch richtig angekotzt, wenn ich diese Pflanzen hochscalen muss. Ja, das, weil das ist echt ein langwieriger Prozess. Und ich bin der Meinung, dass diese Standardpflanzen, wie zum Beispiel Kartoffeln, Weizen und Möhren, dass die irgendwie länger brauchen. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Das haben sie irgendwie vielleicht so mit eingefügt. Weil das war so vom Gefühl her. Weil ich habe richtig lange gebraucht, um die Kartoffeln überhaupt auf 10, 10, 10 zu bekommen. Genauso wie den Weizen. Ja. Ich habe richtig lange saß ich da dran, um diese überhaupt auf 10, 10, 10 zu bekommen. Das war ein Phänomen gewesen, Freunde. Das ist unfassbar. Was das gedauert hat. Gut, dann lassen wir die Maschine da einfach nochmal kurz laufen. Okay, drei Trommeln haben wir jetzt. Weil das Problem war nämlich gewesen, oben unsere Dings, die ist nämlich auch voll. Dann können wir die nämlich gleich mal da reinlaufen lassen. Wo sind die denn? Hier, unser Teeröl. So, da haben wir nämlich auch nochmal vier Fässer. Die koppeln wir jetzt aneinander. Machen das da noch mit ran. Genau, dann kann das nämlich einfach mal schön durchfließen. In der Zeit. Ich brauche jetzt mal bitte meine... Am besten werden die verstärkten. Enderflüssigkeitsleitung. Genau die Teile brauche ich. Das ist nämlich richtig gut. Dann geht das Ganze nämlich richtig schnell voran. So, und ich würde sagen, wir machen das hier unten und machen die restlichen denn da oben. Oder? Ja, so würde ich das anbauen. Pass auf, wir machen die Trommel. Wir machen eine Trommel, machen wir hier hin. Dann setzen wir... Gib mal kurz das hier her. Die können wir wieder wegmachen. Pass auf, dann setzen wir an jedem. An jede Seite setzen wir einen ran. Was sind ja sowieso vier Stück. So, ran da. Dann kann das nämlich gleich alle drin gepumpt werden und das dauert auch nicht lange, weil mit diesen Enderleitungen, das geht mega schnell. Mega schnell. So, füllt da schon drin? Ja, alles klar. Hier füllt da drin, da machen wir weg, hier, da bitte. Boah, diese Enderflüssigkeitsleitung, mega gut. Könnten wir eigentlich auch gut in der Hölle gebrauchen, wa? Schön im Nether. Dann pumpt er nämlich die Lava nochmal ein bisschen schneller ab. Boah, geil. Dann haben wir nämlich eine Teertrommel hier unten auch noch. Oder dann haben wir eine große Teertrommel, die wir hier oben dann ran machen. Ist das Ding schon leer hier, oder? Naja, muss noch zwei hier durcharbeiten. Könnte ich ja die eigentlich hier auch schon mal abmachen. So, aber wir machen jetzt eine große Trommel dahin. Ja. Und da setzen wir dann auch die Enderflüssigkeitsleitung ran. Boah, damit das Ganze ein bisschen, oder? Naja, brauchen wir eigentlich nicht, komm. Stimmt, brauchen wir eigentlich nicht. Die ganz normalen Dinger, die reichen ja. Die Flüssigkeitsleitung. Weil da kommt ja sowieso nicht so viel raus.
pro, ja. Sieht das Ganze auch schon mal ein bisschen aufgeräumter aus. So, wie sieht das hier aus? Alles gleich durch. Ah, guck mal, das Fass, da hätten wir schon früher leer als das hier. So ein Ding. Oh, das sind die Enderflüssigkeitsleitungen, meine Damen und Herren. Das waren die Enderflüssigkeitsleitungen. Das hier Dratzi, Fatzi, hier das hier. So, machen wir hier nochmal drei. So, du bitte abpumpen, du bitte abpumpen und hier nochmal bitte abpumpen und den letzten, du hier bitte dahin. So, dann haben wir das nämlich auch leer. Und in so ein Bedrock-Fass, seht ihr ja, 65 Millionen, Freunde, 65 Millionen, meine Damen und Herren. Was sagen Sie dazu? Ich finde das klasse, das ist ein Applaus wert. So. Könnte natürlich noch was einspielen lassen, wa? Wo mich Leute beklatschen und befeiern, aber nee, das lassen wir mal. Ach, Mann, der Rappelzappel hat gute Laune, wa? Der dreht schon wieder völlig am Rad hier, der Idiot. So, warte mal, hier können wir nochmal ein bisschen Eisen reinknallen. Ach, guck mal, was wir hier zusammenkriegen. Das ist ja Wahnsinn. So, pass auf. Nee, wir machen erstmal das hier. Und dann sehe ich gerade, wir sind bei fast 50 Minuten. Können wir auch gleich nochmal hier Feierabend dann machen. So, kann das nochmal durchlaufen. So, dann wird das jetzt alles abgebaut. So, und was jetzt den Witchery? Das wird jetzt gleich in der Pause, wird das gleich mal begutachtet, was wir da jetzt genau machen können. Im Witchery. Dass wir da auch mal ein Stückchen weiterkommen und dann machen wir das ganz einfach in der nächsten Folge. Freunde, meine Damen und Herren, was sagen Sie dazu? Ich finde das mega gut. So, ja, kick mal, das reicht vollkommen aus. Ja, das reicht vollkommen aus, kick mal. Wird da rein gepumpt. So. Perfekt. Guck mal. 65 Millionen. Das muss erstmal verarbeitet werden. Oh, herrlichst. Ey, haben wir doch drei Fässermeise rausgekriegt, ey. Ich hätte nie gedacht. Okay, dann brauchen wir. So, um das Ganze abzurunden. Zwei Fässer haben wir noch am Start. Die packen wir mal schön da rein, dass auch nichts passiert. Das eine, wie gesagt, würde ich für die Essenz nehmen und das andere würde ich für die XP nehmen. Bloß für die XP und um das alles gut miteinander zu verkoppeln, dass wir alle hier schön hier drinne und... Ah, oh, das dauert noch ein bisschen. Da muss der Wither auf jeden Fall erstmal gelegt werden. So, ich denke mal, das werden wir dann irgendwie mal in den nächsten Folgen machen. Gut, dann würde ich jetzt hier auch Feierabend machen. Wir sind bei fast 50 Minuten, wie gesagt. Und ja, schade. Ich wollte eigentlich so ein bisschen Witchery weitermachen. Haben wir jetzt halt mit ihr, mit der Wither Farm schon mal angefangen, dass wir die ersten verstärkten Obsidien schon mal hergestellt haben. Und da müssen wir einfach mal gucken. Weil die Herstellung ist ja auch nicht sehr einfach, wa? Da brauchen wir auf jeden Fall. Da muss jede Menge muss da ran. Das ist, naja. Gut, okay. Witchery wird dann in der nächsten Folge weiter zelebriert. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ja? Und dann sage ich sinngemäß reingeboxt und reingehauen und die nächste Folge schauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Haut da rein, euer Rappelzappel. Zersigeln.